Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Lettenbichler. Geschätzter Herr Präsident, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuseherinnen auf der Galerie und Zuseher auch zu Hause vor den Bildschirmen. Es ist mir jetzt schon wichtig, dass ich hier einiges zurechtrücke nach den Argumenten oder Nicht-Argumenten des Kollegen Jarolim. Denn unter diesem Titel, diesem sperrigen Titel des zweiten Bundesrechtsbereinigungsgesetzes, versteht man die größte Rechtsbereinigung in der Zweiten Republik. Und es ist dies ein weiterer Schritt unseres Projektes Österreich neu bauen. Diese Koalition treibt große Reformen voran und startet eben mit einer umfassenden Rechtsbereinigung zugunsten aller Bürgerinnen und Bürger, zugunsten aller Unternehmerinnen und Unternehmer. Und damit werfen wir Rechtsnormballast ab. Und diese Koalition setzt damit den Auftakt zu umfassenden Reformen im Rechtsbereich. Als nächstes wollen wir uns mit dem Golden Plating befassen und in der weiteren Folge wollen wir die weiterhin bestehenden Gesetze vereinfachen, sprich verständlicher machen. Und Reformminister Josef Moser hat mit seinem Team im Bundesministerium, aber auch in Zusammenarbeit mit den anderen Bundesministerien in höchster Professionalität und binnen kürzester Zeit mit der gebotenen Genauigkeit und sehr ressourcenschonend die bestehende Rechtsgrundlage durchforstet und Gesetze und Verordnungen auf deren Sinnhaftigkeit und vor allem auf deren Notwendigkeit überprüft. Von den überprüften über 5000 Gesetzen bzw. Verordnungen, die vor dem Jahr 2000 und um diese Gesetze geht es, beschlossen wurden, werden nun 2455 Stammvorschriften außer Kraft treten. Das sind immerhin mehr als 54% aller Verordnungen, Kundmachungen und Entschließungen sowie 38% der Gesetze. Und es ist ja schon angesprochen worden, die letzte Rechtsbereinigung im Jahr 1999 hat im Vergleich zu einer Streichung von 500 Gesetzen und Normen geführt. Und die damalige Koalition hat dafür circa 13 Jahre gebraucht. Im Vergleich dazu, dieser Entlastungsschritt, Herr Bundesminister, benötigte keine 4 Monate. Der damalige Prozess wurde auch dieses Mal angewandt. Und umso bedauerlicher und auch unverständlicher ist, dass die SPÖ dieses nun nicht mitträgt. Die Argumente der Ressourcenverschwendung kann ich nicht teilen. Und der Herr Bundesminister hat sich ja schon zweimal bemüht, einmal bei einer Aussprache und im letzten Ausschuss. Und er wird es, glaube ich, heute auch wieder machen. Also vielleicht beim dritten Mal verstehen Sie es da. Und weil auch die wissenschaftliche Seite angesprochen wurde, wir erhalten hier Unterstützung für diese Rechtsbereinigung. So hat zum Beispiel Professor Bernd Christian Funk schon im Jahr 1994 gemeint, Rechtsbereinigung soll den Zugang zum Recht freilegen, der durch Über- und Fehlproduktionen an Gesetzen verschüttet zu werden droht. Und die tausenden sinnlosen oder nicht mehr zeitgemäßen Normen sind ein überflüssiger Ballast für uns alle. Und es ist wohl jedem klar, dass man, wenn man sich als Bürger im Riss versucht, Informationen zu holen, dass es gewiss einen Unterschied macht, ob hier 5000 Normen und Gesetze, Verordnungen drinnen sind oder nur die Hälfte. Und wir wollen die Rechtsanwendung erleichtern und sorgen damit für mehr Rechtssicherheit. Vereinfachen, beschleunigen, entbürokratisieren. Mit diesem Versprechen ist diese Bundesregierung angetreten und mit diesem heutigen Gesetz halten wir einmal mehr Wort. Dankeschön.